Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich war heute wieder shoppen, beziehungsweise heute kam auch ein von Amazon. Ich fange mal mit dem kleinsten an. Da habe ich für Ostern was gekauft, und zwar einen kleinen silbernen Engel für meine Freundin. Da. Das ist ein Schutzengel. Ja, ich hatte ihr schon mal einen für die Kette gegeben oder besorgt, geholt. Ja. Echt Silber steht hier so ja drauf. Den Link werde ich euch drunter packen. Ja, ich bei Amazon geholt für 9,99 Euro. Scheiße, mit hörst du jetzt. Ja, gut. Fälschung. Ja, das solltest du eigentlich nicht hören, wie teuer das ist. So. Und ja, weil sie hatte schon mal ihn. Und mit so einem Keramikherz dran, und also so ein Engel, so ein Schutzengel mit so einem Keramikherz. So. Und der war ihr aber zu schwer. Und deswegen habe ich ihr was Kleineres geholt. So. Dann habe ich geholt einmal diese beiden Flüssigkeiten so, für meinen Kaffeevollautomaten. Das ist für den Milchbehälter, also Milchdüse, Milchschlauch. Das ist für ja, das Wasser. Dann einen neuen Wasserfilter, dass ich ihn auf Reserve habe, sobald der anzeigen sollte, hier, ich brauche einen neuen Wasserfilter, habe ich ihn da, den ich einsetzen kann, weil ich, ehrlich gesagt, zu dem Kaffeeautomaten werde ich auch noch ein Video machen. Ich kann ohne den Kaffeeautomaten ja nicht mehr leben. Also ich kann ohne Kaffeeautomaten ja nicht mehr. So, und dann nochmal Entkalkertabletten, die kommen in das Kaffeepulverfach. Ich habe nämlich was für Bohnen, ich habe was für Pulver, dass ich das werde ich heute auch mal Intensivpflege da machen. So, dann waren wir immer ja, Süßkram. Das wollte meine Tochter haben. Das ist für mich. Ich teile mit dir so, ja. Ich bin nett. So, dann habe ich noch das gekauft. Dekozeug. Lila Kronen. Und eine Wandtapete habe ich vorbestellt für das Schlafzimmer. Die kann ich euch dann aber jetzt noch nicht zeigen. Kommt später. Und dann habe ich hier noch was bestellt. Jetzt nicht lachen. Bitte nicht. Auch du nicht. Bei Max Mac Reitsport habe ich was bestellt. Ja, ich sag doch nicht lachen. Und zwar habe ich bei Mac Reitsport Buse Mähngummi Professionell Schwarz 50-50 bestellt. Und das sind diese hier. Busse. Mähnengummis. Also Mähngummis auf gut Deutsch. Für meine Mähne, genau, für meine Mähne im Gesicht. Und ich habe die jetzt auch schon mal geguckt hier. Die sind ein Stück kleiner als meine Bartgummis. Ich habe jetzt leider kein Bartgummi hier zum Vergleichen. Die sind ein Stück kleiner und die fassen sich etwas geschmeidiger an. Meine sind sehr porös, hart, also nicht hart, also schon weich, man kann sie gut ziehen, aber die fassen sich so ein bisschen wie eingeölt an, also dass man sie besser über den Bart rüber kriegt. Und ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich jetzt hier halt ganz, ganz viele Bartgummis. Und ich habe noch einen Grund, warum ich gerade diese genommen habe, ist eine Schachtel. Die kann ich dann hinstellen und dann nicht wie eine Tüte, die dann halt bei meiner Tüte, die ist ja schon kaputt gegangen, die kann ich dann hier hinstellen und dann kann ich da mein Bartgummi rausnehmen und mache das wieder zu. Und wenn sie runterfällt, ja, passiert nicht viel, weil... Muss ich nur auf... Nee, nur die Schachtel aufheben und nicht einzelne tausende Gummis, genau. So, und da habe ich es bestellt. Buse, ja, ich mache ja mal zu. Buse, also ach, nicht Buse, Mensch, Mac Reitsport. Ich mache euch den Link, mache ich euch unten drunter. So, was haben wir noch? Ach genau, das hat Schatzi gesagt, das müssen wir holen unbedingt. Das ist ein Tuch hier in der Mitte. Und das... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass was... Ich habe meine Lesebrille nicht auf. Depcar, Compax. Naturum, danke. Weil das ist als Ostergeschenk für meine Mutter gedacht. Und das kann ich so sagen, weil ich weiß, meine Mutter guckt meine Videos nicht. Also nicht regelmäßig. Mit Pistazie. Und das in der Mitte ist halt so ein Tuch, so ein Schlauch, Schaltuch, Mensch. Ist ja auch ein halber Zungenbrecher. Dafür habe ich denn dieses geholt. Ich habe auch noch Verpackungsmaterial im Schlafzimmer. Ich wusste aber nicht, wie viel. Ja, und du verpackst das, weil ich habe davon keine Ahnung. Ich krieg das nicht. Ja, kann ich auch noch ein Video machen. So, ich habe auch noch rosa
ein Schenkband oder ich habe noch jedenfalls einen im Schlafzimmer. Und ich wusste aber nicht, wie viel, weil für meine Tochter die Geburtstagsgeschenke müssen ja auch verpackt werden jetzt. Und dann macht alles das Prinzesschen. So, und da haben wir LED-Kerzen. Betriebsanleitung brauche ich nicht. Aua. So, ich greife euch mal nach unten. So. Und da haben wir denn hier, so sieht's aus. Und die große soll in dem Badezimmer, wa? Ja? Okay. Dann packe ich nämlich die als erstes aus. Und übrigens, das ist außenrum, ist das wirklich richtig Kerzenwachs. Boah, ist das dreckig hier unten. Ah, da will ich. Boah. Hightonic. Seht ihr euch das mal an? Also dafür wir Rabatt haben. Da kommen drei A's drin. Die hatte ich gekauft. Oh, Mensch. Eigentlich habe ich auf Reserve. Da muss ich morgen direkt nochmal neue Batterien holen. Überall so ein Klimbim hier drin, ey. Alle Heißkleber irgendwie, keine Ahnung. Apropos Heißkleber. Habe ich mir auch da. Das ist jetzt schon die Haut abgegangen. Also das war richtig hart. Und dann wollte ich pusten. Und habe ich gewackelt und bin dann an der Lippe gekommen. Und da habe ich dann an der Lippe hier auch Heißkleber verbrannt. Ja, ich weiß. So, und so sieht sie denn aus, wenn sie an ist, dann ist es weiß, wird dann leicht gelblich. Ach, das leuchtet so hier oben hoch. Das ist nicht nur Deko, leuchtet richtig. Das sieht doch gut aus. So, dann würde ich sagen, dann war das auch jetzt. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.